Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Es sind sehr viele mysteriöse Sachen aufgetaucht, die man jetzt in Whitefoots finden kann. Unter anderem diese Wichtel hier, die jetzt in Whitefoot stehen und wovon jeder so aussieht, als würde er zu einer der drei Herden von Whitefoots gehören. Aber es sind dann noch zwei weitere Sachen aufgetaucht, nämlich unter anderem in ein Gebiet, was überarbeitet worden ist, und ein NPC, der in den Bergen von Jorvik von Whitefoots gefunden worden ist, der auf ein Nachtreiter-Update schließen lässt. Wir schauen uns zuerst mal die Wichtel an, die hier in Whitefoots stehen. Und wie ich gerade eben schon gesagt habe, sieht es so aus, als würde jeder von denen hier einer bestimmten Fraktion angehören. Die zwei sehen eher so aus, als würden sie zu den Förstern gehören, da der eine eine Karotte und der andere einen Pilz in der Hand hält. Und sie auch so eine Krone haben, also eine Sonnenblumenkrone, ähnlich wie Juniper. Und sie tragen hier auch alle so Satteltaschen, wo auch nochmal weitere Sachen drin sind, die auf die Zugehörigkeit zu entweder den Mystikern, den Förstern oder den Kriegern schließen lässt. Und zwar haben die zweiten hier, die zu den Mystikern gehören könnten, einmal so einen Pilz in der Hand, den Wille auch in ihrer Miene hat, und ein Stück eines Busches. I don't know. Und die letzten zwei, die zu den Kriegern von der Farbwahl gehören könnten, haben einmal hier ein Stück eines Hornes in der Hand und nichts. Zudem haben die hier auch alle so Sachen in ihren Satteltaschen, sage ich jetzt einfach mal. Einmal hier ein Kohl, eine Art von Blume, Pilze, die Blume von den Mystikern, wofür ich auch eine Schleife habe für Honey. Hier einmal ein paar Knochen oder Hörner und hier mal einen Krug. Es vermuten ja schon viele, dass die zu einer Sammelquest gehören könnten. Und das kann ich mir auch richtig gut vorstellen, dass man dann hier für die zwei zum Beispiel irgendwelche Blumen sammeln muss, die halt passend zu den Forstern gehören und die man dafür zum Beispiel ein neues Set bekommt. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es ähnlich wird wie bei Farah. Und man für die zwei hier zum Beispiel irgendwelche Pilze oder so sammeln muss. Das wäre auf jeden Fall cool. Dann hätte man ein bisschen Abwechslung. Also wenn da auch nicht nur immer dasselbe gefragt worden würde. Und man könnte sich die Zeit ein bisschen vertreiben und dass man bei den zwei hier irgendwelche Turmkrüge oder sonstige Masken sammelt. Das wäre auf jeden Fall richtig cool und ich bin mal gespannt, was das hier wird und wann wir erfahren, was mit diesen Wichteln hier passiert. Weil das ist schon ungewöhnlich, dass auf einmal 6 Stück von denen einfach hier mitten in Whitefoots auftauchen. Und es ist auch noch ein bisschen mehr passiert. Und zwar wisst ihr, dass ich sehr gerne klettere. Und hier hinten kommt ja eine der ersten Kletterstrecken, die ich hier auf dem Kanal vorgestellt habe. Ich verlinke euch das Video oben rechts, wenn ihr mal vorbeischauen wollt. Es ist schon ganze 4 Monate alt. Unglaublich, oder? So lange ist es her. Damit bin ich hier mit Little Melody hochgeritten und habe es euch gezeigt. Also falls ihr euch das anschauen wollt, ich war damals noch nicht so erfahren mit YouTube. Also berücksichtigt das bitte. Und zwar kann man, wenn man nicht gerade failt, hier hochreiten und dann, wie gesagt, wenn man nicht failt, hier hochreiten und dann mit ein bisschen Übung hier entlang reiten. Das habe ich dann nochmal ausführlicher in dem Video erklärt, wie das geht. Und wenn man den Tränen ein bisschen raus hat, dann bekommt man es eigentlich relativ schnell hin. Und wenn man dann hier oben ist, dann hat man erstens einen wunderschönen Ausblick über Whitefoots und hat wirklich eine sehr schöne Fotokulisse, aber unter anderem steht da auch noch jemand, nämlich ein neuer NPC, der einfach in den Bergen von Whitefoots steht, nämlich genau hier. Und da muss man so ein bisschen vorsichtig sein beim Runterspringen, damit man sie hier auch nicht verpasst. Und hier steht sie und schaut auf dieses Tal da unten, auf diese Lichtung, die auch verändert worden ist. Dazu kommen wir aber erst gleich.
Und hier haben wir sie. Also, könnte mir vorstellen, dass das eine Nachtreiterin ist, die halt revert wird, weil ich meine, sie reitet auf einem schwarzen Pferd mit roten Augen. Mit roten Augen, das ein bisschen erstarrt ist und in den Stein gebackt ist. Aber trotzdem, mit roten Augen hier, und das ist auf jeden Fall äußerst cool. Und hier die Frau, die auf diesem besonderen Pferd sitzt, hier, hat mehrere Narben am Mund, trägt hier so ein schwarze Lederjacke, könnte man denken, und noch was darunter, was so ein bisschen rot ist. Und hat auf jeden Fall extremst lange Haare, wie man hier sieht, also wirklich lange Haare. Und ich habe mal so ein bisschen rausgesucht, weil manche denken, ja, das könnte von den Nachtreitern Jessica sein. Manche denken, das könnte auch Sabine sein. Und ich habe mal ein bisschen nachgeschaut. Und zwar hat auch vor 4 Monaten Star Stable mal ein Bild gepostet und von dem Instagram, dass er die Umrisse von Sabine zeigt. Also von der Sabine, die wir ja schon kennen, aber dann gereworked. Und hier seht ihr mal oben links das Bild. Und ich finde, wenn man das so ein bisschen vergleicht, könnte man schon so ein paar Ähnlichkeiten feststellen. Also ich möchte jetzt nicht behaupten, dass es Sabine ist. Es könnte auch Jessica oder wer anders da sein. Aber wenn man das so sieht, dann sieht man auch so die Knöpfe an der Jacke. Und das könnte ja hier auch so ungefähr hinkommen. Das Einzige, was ein bisschen schwanken lässt, ist, dass diese Person zumindest sieht, dass sie aus ein Pony hat. Und die Person hier hat kein Pony, jetzt so 2 Strähnen, die am Gesicht runterhängen. Da könnte man auf jeden Fall so nachdenken und es sieht auch so aus, als würde die Person einen Pferdeschwanz tragen. Aber naja, das werden wir also sehen. Ich finde es auf jeden Fall mega spannend. Und ich zeige euch nochmal kurz, wo ihr diesen Post findet, weil da auch ein interessanter Text dabei ist. Und ich habe auch schon mal ein Video dazu gemacht. Das verlinke ich euch auch nach oben. Und das ist alles vor 4 Monaten passiert. Unglaublich, oder? Und zwar findet ihr diesen Post, wenn ihr auf Instagram seid und auf die Star Stable Online-Seite geht. Und da ist dieser Post vor 4 Monaten am 11. Juni, als der Darkcore Day war. Und dort seht ihr auch nochmal das Foto und hier seht ihr die alte Sabine und hier seht ihr die neue Sabine. Und ihr könnt euch auch gerne nochmal hier den Text durchlesen. Da geht es um Darkcore und wie es gegründet worden ist und wie es überhaupt zu den Dark Riders kam. Und ja, das ist auf jeden Fall ein ziemlich interessanter Text. Und falls ihr das nachlesen könnt, könnt ihr es auch hier machen. Aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was das wird. Und wann das rauskommt, weil Star Stable hatte ja angekündigt, dass sie ein Nachtreiter-Update dieses Jahr noch rausbringen möchten. Und hier sieht man auch, dass die Person, wer auch immer es ist, Sabine oder wer anders da, hier runterschaut. Und dieses Gebiet, das sehen wir uns gleich nochmal an, wurde auch überarbeitet vorher. Das ist nämlich der Durchgang, den man hier sieht bei Gary Goldzahn. Der steht ja hier unten. Konnte man ja schon früher hier unten reingehen. Und dort beobachtet sie es und sieht auf jeden Fall ziemlich entschlossen aus, finde ich. Und hat auf jeden Fall gute Muster hier angebaut. Und ich bin mal gespannt, ob die vielleicht irgendwie einen Hinterhalt planen oder ob sie irgendwie zu dem Runenstein möchte, der da unten steht. Aber auf jeden Fall sieht es ziemlich spannend aus. Und vielleicht möchte sie auch irgendwie zu Gary Goldzahn, um, keine Ahnung, was, um seine magischen Pferde zu bekommen, die er immer dabei hat oder was auch immer. Schreibt gerne da in die Kommentare, was ihr denkt, was Sabine, Jessica oder wer auch immer hier macht. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir im November oder Dezember dann herausfinden, was mit diesem neuen gereworkten Nachtreiter passiert. Und ich würde sagen, das könnte eine richtig coole Storyquest werden, wenn sie dieses Jahr noch kommt. Und ich bin auf jeden Fall schon mega gespannt darauf. Das nächste, das sich hier verändert hat, ist nämlich genau das, worauf diese Person hier schaut. Und zwar, wenn man hier runter reitet, runterfällt. Oder wie auch immer, sieht man nämlich, dass dieser Ort hier verändert worden ist. Weil vorher, wenn man
hier reingeritten ist. Also der Anfang hier ist noch gleich. Das sieht noch genauso aus wie vor 4 Monaten. Und zwar habe ich in einem Video, ja schon wieder ein Video von mir, ein Video gemacht zu welcher Ort ist es. Und da habe ich auch diesen Ort hier aufgeführt. Das kann ich euch auch noch oben verlinken. Und zwar konnte man schon früher hier reinreiten. Und da sah noch alles so gleich aus wie vorher. Aber wenn man jetzt hier entlang reitet, sieht man eine Menge Veränderungen. Und zwar ist das Ganze hier, und hier schaut Sabine, Jessica oder ein anderer Nachtreiter hier nämlich runter. Und zwar wurde das Ganze hier extremst vergrößert, und hier sind noch Wurzeln, die überall in den Waldwurzeln zu finden sind. Hängen jetzt hier noch an den Felsen, und der ganze Ort wurde ein bisschen pompöser gemacht und auf jeden Fall definitiv mystischer. Und zwar sind es hier überall diese Pilzkreise, die das Ganze nach einem heiligen Ort aussehen lassen, und diese Runen hier, die auch überarbeitet worden sind. Ich zeige euch gleich nochmal ein Foto, wie es vorher aussah. Und das Ganze sieht jetzt auf jeden Fall sehr viel ehrfürchtiger aus und auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ich bin mal gespannt, was dieser Nachtreiter hier vorhat, weil er schaut ja genau auf diesen Platz. Und ob man hier, das ist ja genau das verschlossene Gebiet, wo man sehr schön drauf klettern kann. Und ja, weil ich war ja schon mal hier in dem Gebiet. Und auf jeden Fall kann man da sehr schön klettern. Und ich bin mal gespannt, ob wir ihn vielleicht endlich in dieses Gebiet rein können, weil dieser Rundstein sieht ziemlich zerstört aus. Und wenn man ihn vielleicht irgendwie reparieren könnte oder irgendwas Magisches hinzufügen könnte, vielleicht sogar mit der Hilfe von Fripp, der sich ja jetzt auch mehr einbringen möchte, könnte man vielleicht irgendwie in dieses verschlossene Gebiet, dass sich hier irgendwie so eine Steinwand öffnet, weil wenn man das mal so genauer betrachtet, dann hat das hier schon eine bestimmte Struktur, alles da, wo die Wurzeln entlang hängen, dass es halt so steinig ist. Aber wenn man einmal hier guckt, hier, da wo ich meine Maus habe, und hier ist das Ganze eine völlig andere Struktur. Hier ist es mehr so 3D-förmig steinig halt, und hier ist es halt so irgendwie ein bisschen abgeschnitten. Und ich kann mir es halt so richtig schön vorstellen, dass man irgendwie diesen Stein hier aktiviert und in irgendeiner großen Zeremonie, und man sich dann hier so ein Tor öffnet, wo man dann in das neue Gebiet rein könnte. Also entweder nach hier oben oder nach hier. Und dann könnte so richtig eine richtig coole Story-Quest werden. Und auf jeden Fall, vielleicht ist er da irgendwie eine besondere Waffe gegen die Dunkelheit oder auch gegen das Licht. Und dann möchten die Nachtreiter verhindern, dass wir sie bekommen. Das könnte ich mir auf jeden Fall richtig gut vorstellen. Und ja, schreibt mir auf jeden Fall mal gerne, was ihr denkt, wofür dieser Ort hier verändert worden ist. Und dann zeige ich euch nochmal kurz, wie dieser Ort früher aussah. Ich habe aber nur ein Foto von einer Seite, aber das denke ich, sollte auch schon reichen. Und zwar sehe ich den Ort hier, und da seht ihr, dass dieser Ort halt noch nicht ansatzweise so pompös war wie jetzt. Weil vorher konnte man da halt nur so reinreiten, und das war so fast alles, was man da gesehen hat. Und wenn man das mal vergleicht zu dem hier, dann sieht man auf jeden Fall, dass das ziemlich anders der jetzt aussieht. Klar, es sind noch ein paar Sachen, wie zum Beispiel hier der im Moos bewachsene Rundstein, das gibt es immer noch, aber zum Beispiel hier die Wände sind halt ganz anders da, oder halt auch die Wurzeln, das ist halt alles, hat sich halt alles ziemlich verändert. Und ich bin mal gespannt, was aus diesem neuen überarbeiteten Gebiet wird und ob man da vielleicht eine richtig coole Storyquest rausbekommen könnte. Und das war's auch schon mit den ganzen Neuerungen, die es hier gibt. Wie gesagt, wir haben hier einen überarbeiteten Nachtreiter, der einem eine Falle stellen möchte oder etwas beobachtet. Auf jeden Fall überarbeiteter Nachtreiter. Und ihr könnt ja mal gerne schreiben, wer sie ist. Also ob es Sabine ist oder ob es wer anders da ist. Und was es mit diesem magischen, mystischen, heiligen Ort auf sich hat.
Und dann hoffe ich, euch hat dieses kleine Fakten-Theorie-Video gefallen. Und wie gesagt, das sind hier alles nur Theorien, davon wurde nichts in irgendeiner Form bestätigt. Ich lasse nur meine Fantasie so ein bisschen freier Lauf und versuche mir Möglichkeiten vorzustellen, wie das alles zusammenhängen könnte. Und ja, bin auf jeden Fall mal gespannt, was sich in den nächsten 2 Monaten alles tut. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, ciao.